Ich denke, sie ist jetzt stabil. Ich dachte, deine Großmutter macht Witze, als sie auf dem Medizinbeutel bestand. Ja, sie ist wirklich süß. Aber dass ihr Fieber gesunken ist, hast du den medizinischen Kenntnissen von Lawrence zu verdanken und nicht diesem Kräuterbeutel. Wie lange können wir den Virus noch unter Kontrolle halten? Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber ihre roten Blutzellen vermehren sich rasend. Der Virus ist in einer Vermehrungsphase und produziert unaufhörlich Plasma. Vielleicht, aber wie gesagt, ich bin Pathologe und kein Hämatologe. Bist du bereit für den Telefonanruf? Die verfolgungssicheren Relais sind jetzt soweit. Stellen Sie ihn durch. Logan, hier spricht Lyle Stevens. Ich habe Ihren Anruf erwartet. Stevens kommt mir nicht bekannt vor, aber ich konnte ja noch nie einen Bürokraten vom anderen unterscheiden. Wir wollen, dass Sie und Liang wieder mitmachen. Wir haben einiges zu besprechen. Ich glaube nicht, Stevens. Ich hatte mich schon entschieden aufzuhören, als mein alter Chef mich umbringen wollte. Und der Abschuss der Transportmaschine hat die Sache endgültig geregelt. Wenn Sie sie jetzt herbringen, können wir sie immer noch retten. Sie haben keine andere Wahl. Wirklich? Es scheint, dass Markinson sich nicht allzu sehr um Sicherheitsvorkehrungen gekümmert hat. Fagan hatte Zugang zu allen Personalakten der Agentur und hat sie alle als Lebensversicherung kopiert. Ich besitze alle Disketten und ihre Entschlüsselungscodes. Okay, Logan, ich kenne Sie nicht. Aber ich weiß, dass Sie ein loyaler Agent sind, der das Richtige für sein Land tun möchte. Sie werden nichts tun, was die nationale Sicherheit gefährden könnte. Falsch, Stevens! Ich bin ein wütender Flüchtling, dessen Partner im Sterben liegt! Reizen Sie mich nicht! Was wollen Sie? Ein fairen Deal. Lians Impfstoff gegen die Disketten. Akzeptiert. Wir treffen uns am... Nein! Hier stelle ich die Bedingungen. Oder es gibt keinen Deal. Ich treffe Sie an der Anlage auf der Lower East Side. Ich kenne dort keine Anlage. Sie kennen doch den Ort, an dem Sie gerade sitzen. Ich werde den Impfstoff persönlich entgegennehmen und an einen Kurier weitergeben, der ihn zu Lian bringt. Sobald Lian gerettet ist, bringe ich Sie zu den Disketten. Wie kann ich Ihnen trauen? Sie bekommen mich als Sicherheit. Okay, ich werde auf Sie warten. Ich kann es kaum erwarten, Sie kennenzulernen. Darauf wette ich. Keine Tricks, Stevens. Wenn mir etwas passiert, wenn der Impfstoff nicht wirkt oder wenn Lian stirbt, dann werde ich diese Agentur auffliegen lassen. Wir werden das schon hinkriegen. Niemand hat das gewollt. Okay, Ende. Tut mir leid, Sir. Wir konnten den Anruf nicht zurückverfolgen. Holen Sie mir jemand aus dem Archiv her. Logan arbeitet mit noch jemand anderem außer Liang Xing zusammen. Ich will alle Akten von Agenten, die mit ihm in den letzten 10 Jahren gearbeitet haben. Und ich meine wirklich alle. Ja, Sir. Du traust ihnen nicht, oder? Auf keinen Fall. Aber es ist der einzige Weg, wie ich in das Labor kommen kann. Sie wollen Lian nicht helfen. Was willst du tun? Sie werden mich elektronisch abtasten. Ich brauche eine Waffe, die sie nicht entdecken können. Da habe ich was für dich. Lach nicht, Gabe. Schau dir erst mal an, was er hat. Das soll wohl ein Witz sein, hohler Zahn. Genau, was du brauchst. Er ist mit einem Gas gefüllt, das harmlos ist, bis du es mit CO2 in Berührung bringst. Hole tief Luft, halte den Atem an, beiß drauf und atme aus. Jeder, der es einatmet, stirbt. Ich melde mich aus New York, du musst... Auf keinen Fall. Dieses Mal lässt du mich nicht hier zurück. Ich kann dir das nicht zumuten. Lian ist meine Freundin. Ich bin bei der Agentur ausgestiegen, weil ich wusste, was dort los ist. Ich hätte dich warnen sollen, ich hätte sie warnen sollen. Ich hab's nicht getan. Ich gehe mit dir. Okay, bist du sicher, dass Lian es schafft? Wir können nichts mehr für sie tun, bis wir den Impfstoff haben. Ich fürchte, die Zeit wird knapp. Ihr zwei habt einiges zusammen durchgemacht. Ich weiß, dass du etwas für sie übrig hast. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Halte dich bereit. Du hast die Kameraausrüstung. Du wirst dir bei der Durchsuchung alles abnehmen, aber sobald du kannst, musst du sie dir zurückholen, sonst hast du keine Chance. Hab alles, halte dich bereit für den Datentransfer. Sobald ich den Zentralcomputer gefunden habe, wirst du die Daten bekommen. Alles fertig, ich bin bereit. Logan? Stevens? Das ist Dr. Weisinger, unsere Oberärztin und Biologin. Sie wird den Impfstoff vorbereiten. Sie werden ihn nie zu Gesicht bekommen, aber ich zeige Ihnen jetzt, wie man eine Spritze gibt. Zuerst stellt man den Arm ruhig und dann Sie werden wird sie niemals finden, Stevens. Sie werden... Bringt ihn in den Sicherheitsraum OR und informiert mich, wenn er soweit ist. Dr. Heng Su ist hier wegen der Lieferung für Shihao. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch hinhalten kann. Wir haben sie bald. Selbst wenn wir das Plasma noch heute bekommen, wäre es wahrscheinlich zu spät, Ich bin im Datenlabor. Informiert mich, wenn ihr fertig seid. Ja, alles klar. Halten Sie Heng Su noch hin. Ich werde die Information von Logan bekommen.
Sieht aus, als ob mir der Laborkittel prima passt. Theresa, ich bin auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle, um meine Ausrüstung zurückzuholen und dann suche ich die Datensicherungen. Ich habe mir einen Arztkittel und einen Ausweis besorgt. Damit sollte ich überall hinkommen. Ich versuche, deinen Standort zu überwachen. Sei vorsichtig. Ich habe das Synthese-Labor gefunden. Lians Impfstoff... Ich wünschte, das wäre so einfach. Das Labor ist verschlossen. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Sie sichern die Abteilung ab und ich hole schon mal einen Leichensack für Logan. Ja, Sir! Thank you.
Wir müssen wohl das Sicherheitsnetz knacken, um diese Tür zu öffnen. Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich verbinde dich von hier aus mit ihren Laborcomputern. Ich bin sicher, dass dieses System keinen Zugang zu geheimen Daten hat, aber vielleicht findest du so heraus, wo der Zentralcomputer steht. Lass mal sehen. Nein, die Zugangsberechtigung reicht nicht aus. Wir brauchen die Level-5-Berechtigung. Der Einzige, der diese Berechtigung besitzt, ist ein Typ namens Gershon. Sein Büro ist im Bereich A. Dieser Bereich ist abgeriegelt. Lass mich mal im Plan nachsehen. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Sag mir Bescheid, wenn du etwas gefunden hast. Ende. Es gibt ein Netzwerk von Heizungsrohren, das die beiden Bereiche verbindet. Vielleicht kannst du da durchkommen. Nimm deinen Kamerastörsender mit. Da sind einige Kameras auf deinem Weg. Verstanden. Ich mache mich auf den Weg. Dekontamination läuft. Dekontamination abgeschlossen. Thank you.
Ey, Mann! Ich bin krank! Ich brauche Hilfe! Halt's Maul, es ist sowieso gleich vorbei und dann merkst du überhaupt nichts mehr! Oh mein Gott! Sie sind... Das ist die Fahrstuhlsteuerung. Bitte tun Sie mir nichts. Ich arbeite doch nur hier. Ich kann nichts dafür. Ich gebe keine Befehle. Gabe, ich glaube, ich habe einen Weg zu Gershon gefunden. Es gibt ein Netzwerk von Heizungsrohren, das die beiden Bereiche verbindet. Vielleicht kannst du die benutzen. Na toll, noch mehr Rohre. Ramirez, du hast den Abstieg vom Berg geschafft? Außer dir noch jemand? Nur Chance und ich. Chance, wo ist er? Ich weiß nicht. Sie halten ihn irgendwo anders fest. Okay, halt durch. Ich kann dich jetzt noch nicht rausholen. Wenn ich Chance finde, schicke ich ihn zu dir. Ja, Sir. Gabe, für diesen Bereich brauchst du die Zutrittsberechtigung des Vorgesetzten. Du hast keinen Zugriff für die Archive. Du musst den Netzwerkadministrator finden.
Sie sind Logan! Verdammt! Gabe, mit diesem Ausweis kommst du nicht ins Leichenschauhaus. Verdammt! Hey, Sie! Gabe, mit diesem Ausweis kommst du nicht ins Leichenschauhaus. Das ist die Öffnung. Was soll das? Wer sind Sie? Fassen Sie das Telefon nicht an, Gershon, oder ich werde Ihnen den Arm brechen. Was wollen Sie hier? Heizungsmonteur, ich muss zum Zentraldatenraum und Sie werden mich dabei begleiten. Wenn Sie irgendeinen Alarm auslösen, sind Sie ein toter Mann. Los jetzt! Oh mein Gott! Gabe, du musst ihn aufhalten! Sie werden hier nicht lebend rauskommen, Logan. Geben Sie jetzt auf und ersparen Sie uns weiteren Ärger. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Die Konsole ist da drüben. Bedienen Sie sich. Okay, auf die Knie. Gesicht zur Wand. Theresa, ich transferiere die Sicherheitsdateien der Agentur. Was hast du schon? Der zuständige Oberarzt ist eine Frau namens Elsa Weisinger. Wenn du sie hast, hast du auch den Impfstoff. Lade so viel wie möglich runter. Ich behalte die Akte.
Theresa, ist jetzt überall Alarm ausgelöst? Nein, ich habe das Sicherheitssystem außer Kraft gesetzt. Das hält aber nur eine Zeit lang. Lian kann besser hacken als ich. Sie werden bald merken, dass mit ihren Sicherungen etwas nicht stimmt. Du solltest dich beeilen. Ich gehe zum medizinischen Labor. Geh da nicht ohne den Impfstoff raus. Geh da nicht ohne den Impfstoff raus. Einbruch! Alarm! Gabe! Gott sei Dank. Sie wollten mir irgendetwas spritzen. Was ist denn hier überhaupt los, Gabe? Keine Zeit. Ich habe einen Hubschrauber draußen, eine halbe Meile von hier. Das sind die Koordinaten. Nimm die, geh zum Sicherheitsbereich und befreie Ramirez. Ihr müsst einen Weg zur Straße finden. Wartet beim Hubschrauber auf mich. Danke, Logan. Du hast mir wieder mal das Leben gerettet. Geh schon! Thank you.
Sie können an den inneren Organen sehen, wie der Virus arbeitet, wenn Sie auf Verfärbungen und Schwellungen achten. Diese besondere Art des Virus war darauf programmiert, nur Leberzellen zu befallen. Das Testobjekt war ein schwerer Alkoholiker und wir wollten sehen, wie der Virus auf Leberzellen reagiert, die jahrelang übermäßig beansprucht wurden. Wie Sie sehen, haben sich die Viruszellen den ungewöhnlichen Umständen gut angepasst und ihre Aufgabe gut bewältigt. Wie weiß der Virus, welche Chromosomen geändert wurden, wenn seine vorprogrammierten genetischen Strukturen sich verändert haben? Kommen Sie mit ins Virenlabor und ich zeige Ihnen, welchen Nährboden wir verwenden. Theresa, Sie experimentieren mit lebenden Menschen. Ja, du wirst nicht glauben, was in diesen Dateien steht. Du irrst dich. Im Moment glaube ich alles. Versuch's durch die Öffnung, Gabe. Der Virus war zuerst einmal eine starke biologische Waffe. Aber wie Sie sehen, sind wir weit über dieses Stadium hinausgekommen. Stellen Sie sich ihn wie einen Supercomputer vor. Eine Nanomaschine, die auf genetischer Ebene programmiert werden kann. Unglaublich. Und das ist nur der Anfang. Der Seifenfiltervirus ist das nächste Jahrtausend. Gegen den Virus als Überträger ist keine Zelle immun. Krebszellen werden der Vergangenheit angehören. Schauen Sie sich diese Dias an, während ich den Nährboden hole. Ich bin gleich wieder da. Dr. Weisinger, wie schön, Sie wiederzusehen. Sie brauchen die Waffe nicht. Ich kann Ihnen nicht sehr gefährlich werden. Außer Sie haben eine Spritze voll Gift. Ich will jetzt den Impfstoff für Liang Xing. Wie sind Sie aus dem Labor gekommen? Na egal, Sie haben es geschafft. Die Verantwortung dafür trägt auf jeden Fall Stevens. Geben Sie mir jetzt den Impfstoff. Hier, nehmen Sie. Es ist aber schon zu spät. Der Virus wird schon begonnen haben zu...